Die neue Motorradsaison rückt in greifbare Nähe. Die ideale Zeit, sich mal wieder zu informieren, was in der Welt der Motorradfahrer abgeht. Deswegen habe ich mich mal wieder durch diverse Newsportale für Motorradfahrer geklickt, damit ihr es nicht tun müsst. Und so sprechen wir heute in diesem Video über neue Motorradhelme von ARAI und AGV. Wir sprechen über Fahrverbote für Motorräder in Innenstädten und wir sprechen über gleich drei neue Ducati-Modelle. Und jetzt viel Spaß beim Video. Mein Name ist Marc und ich darf euch heute hier auf Helmexpress TV zu News am 17.02.2022 begrüßen. Vielen Dank fürs Einschalten, das weiß ich sehr zu schätzen. Und da es heute ja überall Sturmwarnungen gibt, hoffe ich, dass ihr gut durch den Tag gekommen seid. Wir starten jetzt direkt auch mit der ersten von 6 News, die ich euch mitgebracht habe. Das Ganze markiere ich euch auch unten in der Timeline. Und zwar geht es um den AGV Pista GPRR, nämlich dieses Schmuckstück. Der AGV Pista GPRR ist einer der bekanntesten Motorradhelme überhaupt und bekommt jetzt eine Special Edition, nämlich die Futuro 2022. Mit einer Außenschale, die in einem Forged Carbon Fertigungsverfahren hergestellt wird, wo kurze Kohlefasermatten übereinander gelegt werden, was zugleich auch den Camouflage-Effekt erzeugt. Dabei wird nicht nur die Außenschale des Helms in diesem Fertigungsverfahren erzeugt, sondern auch der Aero-Spoiler, der im gleichen Verfahren hergestellt wird. Eine Gewichtsersparnis hat dieses Fertigungsverfahren nicht. Wir liegen hier auch bei 1450 Gramm plus minus 50 Gramm je nach Helmschalengröße. Zusätzlich wurde auch nichts bekannt gegeben zu weiteren Sicherheitsverbesserungen etc. Wobei man ja sagen muss, wir haben hier auch schon die FIM-Zertifizierung, also die Zertifizierung, die wir brauchen, um diesen Helm beispielsweise auch in Weltklasse-Wettbewerben einsetzen zu können. Der von AGV aufgerufene UVP liegt bei 1650 Euro und wir werden diesen Helm im April auf jeden Fall für euch testen. Deswegen, wenn ihr das sehen wollt, lasst gerne jetzt schon mal ein Abo da. Nachdem für das Modelljahr 2022 schon diverse Motorradhelme im Premium-Segment herausgekommen sind, die die ECE 2206 bereits erfüllen, zieht Scorpion, der koreanische Hersteller, nun nach und bringt mit dem EXO 491 den Nachfolger des 490 und damit auch einen Helm im günstigen Preissegment mit ECE 2206 Prüfung heraus. Der Scorpion EXO 491 kommt mit Polycarbonat-Außenschale, mit einem Pinlock vorbereiteten Visier und mit innenliegender Sonnenblende, aber ohne das Scorpion eigene Airfit-Konzept, worüber das Innenpolster an das Gesicht des Fahrers angepasst werden kann. Und auch ARAI verpasst ihrem Racing-Helm, nämlich dem RX7V, einen Nachfolger, den RX7V Evo, der die ECE 2206 erfüllt. Der japanische Racing-Helm bekommt wieder eine Fiberglas-Außenschale, allerdings wird nochmal das Belüftungssystem überarbeitet, womit auch ein verändertes Innenfutter einhergeht. In den Größen XS bis 3XL wird er verfügbar sein und kommt zum Release in 20 Farb- und Dekor-Variationen heraus. Das sollten erstmal genug News zum Motorradhelm für diese Folge sein. Wir schauen uns stattdessen jetzt mal den Motorradmarkt an. Nach einem im Hinblick auf die Verkaufszahlen schwachen 2021 scheint es jetzt dieses Jahr wieder stärker zu werden, denn im Januar wurden bereits 5.556 neue Motorräder und Roller über 50 Kubik verkauft. Gerade der Teilbereich der 125er ist wieder stark gestiegen, nämlich um plus 58% im Verhältnis zum Vorjahr. Die beliebtesten Motorräder im Januar waren die BMW R1250 GS mit 404 Verkäufen. Mit 102 Verkäufen war auf dem zweiten Platz die Honda Africa Twin und auf dem dritten Platz hatten wir die BMW S1000R mit 90 Verkäufen. Bereits in der Vergangenheit berichteten wir darüber, dass in den Großstädten im europäischen Ausland sukzessive weitere Fahrverbote für Motorräder und Roller etabliert werden. So auch in der spanischen Großstadt Barcelona, wo zum 01.01.2022 neue Regelungen in Kraft getreten sind. Hier sind jetzt an Werktagen, also montags bis freitags, im Zeitraum von 7 bis 20 Uhr keine Motorräder und Roller, die älter als 2002 sind, mehr zugelassen. Das Ganze soll zur Verbesserung der Luftqualität führen. Die Niederlande wollen im Rahmen des Clean Air Action Plans die Innenstadt von Amsterdam bis 2030 vollständig von Diesel- und Benzin Fahrzeugen befreien. Damit haben Motorräder und Roller sogar noch 5 Jahre mehr Zeit, denn die Ringautobahn rund um Amsterdam, die wird bis 2025 sogar schon für Benzin- und dieselbetriebene Autos gesperrt. Paris verbannt aktuell Motorräder und Roller, die älter als Juni 2004 sind oder die Euro-2-Normen nicht erfüllen, von montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr aus der Innenstadt. Das Ganze sollte jetzt zum Jahreswechsel nochmal verschärft werden, nämlich auf die Euro 3. Das hat man jetzt aber erstmal um 6 Monate verschoben. Wie wir bereits berichtet haben, sind in 200 italienischen Städten bereits Eintaktmotorräder verboten. Das solltet ihr auf jeden Fall bei eurer nächsten Italien-Tour auf der Supermoto beachten. Zudem gibt es Einfahrtsbeschränkungen in Rom für Euro 2 und Euro 3 Motorräder und Roller. In Abhängigkeit davon, wie dort gerade die Luftqualität ist, ist also sehr schlecht planbar für die Fahrer. Jetzt aber zurück zu erfreulichen News. Und zwar präsentiert Ducati für das Modelljahr 2022 gleich 3 neue Modelle, zu denen so gar nicht viel bekannt geworden ist. Allerdings werden die jetzt gerade präsentiert, nämlich am 17.02. um 16 Uhr auf dem Kanal von Ducati hier auf YouTube. Und entweder ihr schaut euch das an oder ihr schaut euch die letzte Folge der Helmexpress News an und hier könnt ihr unseren Kanal abonnieren oder umgekehrt, ich kann es mir nicht merken. Und jetzt wünsche ich eine gute, vor allem unfallfreie Motorradsaison. Pass auf dich auf. Bis dahin. Ciao.